Die Ackermann-Funktion. Erfunden von Herrn Ackermann 1928. Die ist heute vor allen Dingen bekannt wegen des schnellen Wachstums. Ein Beispiel für eine Funktion, die extrem schnell wächst. Schneller als alle Exponentialfunktionen, schneller als Fakultät. Man muss aber dazu sagen, dass noch viel schneller wachsende Funktionen gefunden worden sind. Die Busy-Beaver-Funktion ist eine davon, wenn man googeln will. Der Grund, warum Ackermann diese Funktion gebaut hat, ist nicht eine besonders schnell wachsende Funktion zu finden, sondern eine Funktion, an der man studieren kann, was sich berechnen lässt mit einem Computer und was sich nicht berechnen lässt. Die Theorie der Berechenbarkeit. Zu der Zeit war noch nicht klar, wie man das korrekt formalisieren muss. Ich zeige erstmal was zum schnellen Wachstum und dann sage ich am Ende was zu dieser Berechenbarkeit. Es geht um die sogenannten primitiv-rekursiven Funktionen. Wir fangen mal vorsichtig erstmal an. Wie kann ich eine Funktion durch Rekursion definieren? Das ist eine wesentliche Technik bei der Ackermann-Funktion. Definition einer Funktion durch Rekursion. Erstmal zum Warmwerden ein Beispiel. Die Fibonacci-Folge. Folge heißt, ich kann die einzelnen Werte durchnummerieren. Wir sind in der Informatik, deshalb fangen wir mit 0 an. 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter. So, der nullte Wert in der Fibonacci-Folge soll 1 sein. Der erste Wert in der Fibonacci-Folge soll auch 1 sein. Das legt man einfach mal fest. Also ich sage, dass A 0, nullte Element 1 sein soll und ich sage, dass A 1, das erste Element, auch 1 sein soll. Und nun kommt die wesentliche Regel. Jeder Nachfolger soll die Summe seiner beiden Vorgänger sein. Den nächsten hier kriege ich, indem ich 1 und 1 addiere. Hier muss eine 2 stehen. Den nächsten kriege ich, indem ich die 2 und die 1 addiere. Hier muss eine 3 stehen. Den kriege ich, indem ich die 3 und die 2 addiere. Da muss eine 5 stehen. 3 und 5 zusammen. Hier muss eine 8 stehen. 5 und 8, da eine 13. 8 und 13, 21, 34, 55 und so weiter. Das ist die Rekursion. Ich kriege den Eintrag an der Stelle n plus 2. Wenn das hier n ist, kriege ich den Eintrag an der Stelle n plus 2. Was soll ich da vorschreiben? N, a, n. Indem ich den Eintrag davor nehme, an plus 1, und dazu addiere den Eintrag noch ans weiter links, an. Das für alle natürlichen Zahlen n ab 0 aufwärts. Das ist die Rekursionsformel für die Fibonacci-Reihe. Ich verwende, um den Funktionswert festzulegen, an der Stelle n plus 2, die Funktionswerte an den Stellen davor. Das macht die Rekursion aus. Bei der Ackermann-Funktion macht man es nicht unähnlich, aber auf einem ganz anderen Niveau. Die Ackermann-Funktion. Ich muss dazu sagen, ich zeige die in der heutigen Fassung. Der gute Herr Ackermann hatte sich eine etwas komplizierte Variante ausgedacht. Heute ist das ein bisschen schlichter geworden, nachdem ein paar Leute aufgeräumt haben. Das ganze Ding lebt in zwei Dimensionen, die ich mal ärgerlicherweise falsch rum benenne. X-Achse zeigt nach unten, Y-Achse zeigt nach rechts. Ist ein bisschen ungemütlich,
auf den ersten Blick, führt aber dazu, dass die Formeln nachher so aussehen, wie man sie dann üblicherweise im Lehrbuch findet. Auf beiden Achsen wieder die natürlichen Zahlen ab 0 aufwärts. Und die Ackermann-Funktion füllt dieses Feld zu jedem Paar, zu jedem geordneten Paar von natürlichen Zahlen ab 0 aufwärts, hat die Ackermann-Funktion dann einen Wert. Wir müssen irgendwie vorsichtig anfangen mit irgendwelchen Anfangswerten, analog zum Fibonacci. Was man beim Ackermann macht, ist, man füllt die erste Zeile mit den natürlichen Zahlen ab 1 aufwärts. Und so weiter. Das heißt, in der Spalte mit der Nummer Y steht hier in der 0. Zeile Y plus 1 und so weiter. Das ist die erste Regel, die ist ein bisschen billig. Also in der Zeile mit der Nummer 0, in der Spalte mit der Nummer Y steht Y plus 1 für alle Y. 0, 1, 2, 3 und so weiter. Man muss sich auch noch Gedanken um diese äußerste Spalte machen. Die Spalte mit der Nummer 0. Da kopiert man hin, was in der Zeile davor in der Spalte mit der Nummer 1 gestanden hat. Also diese 2 wird hier hinkopiert. Was auch immer hier gleich stehen wird, wird dahin kopiert werden und so weiter. Das ist die zweite Regel. Wenn ich in der Spalte mit der Nummer 0 bin, in irgendeiner Zeile, soll da stehen, was in der Zeile davor steht, in der Spalte mit der Nummer 1. Das geht natürlich nur mit den Zeilen ab 1 aufwärts, nicht mit der Zeile mit der Nummer 0. Ich kann nicht vor die Zeile mit der Nummer 0 gucken. So, bis dahin ist das billig. Jetzt kommt die Rekursionsvorschrift. Das ist ähnlich dann wie bei Fibonacci. Der Anfang ist billig und dann kommt die komplizierte Rekursionsvorschrift. Genauso bei Ackermann. Die Rekursionsvorschrift ist nun folgendes. Um den zu füllen, gucke ich mir an, was davor steht in der Zeile. Da steht eine 2. Und dann gucke ich in der Zeile davor, in der Spalte mit der Nummer 2 nach und finde die 3. Das ist kompliziert, das machen wir gleich nochmal beim nächsten. Also hier steht eine 3. Den nächsten fülle. Ich gucke mir an, was davor steht in derselben Zeile, die Nummer 3. Und dann gehe ich eine Zeile nach oben und gucke, was da in der Spalte mit der Nummer 3 steht, die 4. Klar, wie das weitergehen wird, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kann man sich zu Fuß überlegen, ist nicht so richtig spannend. Das geht ja in einer Schritt und startet mit 2. Hier steht also in der Spalte mit der Nummer Y die Zahl Y plus 2. Bis dahin ist das ja noch nicht allzu spannend. In der Zeile mit der Nummer 2 wird es etwas spannender. Es kommt erstmal die zweite Regel, wo ich hier jetzt den kopiere. So, jetzt für den nächsten gucken wir uns diese 3 an, gehen in der Zeile davor zur Spalte mit der Nummer 3 und finden die 5. Da muss also 5 stehen. Um den zu bestimmen, gehen wir 1 nach links, da steht die 5, in der Zeile davor steht bei der 5 die 7. Hier kommt also eine 7 rein. Man ahnt, wie es weitergeht, das müssen wir nicht im Detail machen. 9, 11, 13, 15, 17, 19 und so weiter. Das geht in Zweierschritten. Allgemein steht also sowas wie 2 mal y. Und es geht mit 3 los, also plus 3. Und so weiter. Das können wir jetzt nochmal abstrakt hinschreiben. Was ist das für eine Regel? Um die Ackermann-Funktion an der Stelle xy zu bestimmen. Die werden mal schön definiert gleich. Gucke ich mir an,
was davor steht, selbe Zeile, eine Spalte davor. Und gucke dann unter dieser Nummer, das hier als die Nummer der Spalte genommen, in der Zeile davor nach. In der Zeile davor gucke ich unter dieser Nummer nach. So sieht das aus. Für alle XY, die nicht links liegen oder oben liegen. Die beiden Ränder ausgenommen. Das ist die Rekursionsvorschrift für die Ackermann-Funktion. Das sieht wirklich haarsträubend aus auf den ersten Blick. Es gibt auch eine andere Art, sich das vorzustellen, was da passiert. Diese 3 stammt daher. Und für diese 5 gucke ich bei der 3 nach und gucke nach, was jetzt in der Spalte Nummer 3 gestanden hat. Das ist die 5 gewesen. Um diese 7 da zu kriegen, gucke ich nach, was in der Spalte Nummer 5 gestanden hat und so weiter. Was passiert ist also folgendes, dass diese Folgezeile aus lauter Elementen der Zeile davor besteht, nur wird das Ganze hier mit 7 Meilenstiefeln durchlaufen. Ich fange mit dem zweiten an, da steht die 3 und dann gucke ich, was da in der Spalte Nummer 3 steht, da steht die 5 und dann gucke ich, was in der Spalte Nummer 5 steht, die 7, was steht in der Spalte Nummer 7, die 9 und so weiter. Das ist hier die nächste Zeile, 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9. Jetzt sind wir bereit für die Zeile Nummer 3. Nach der zweiten Regel kopiere ich die 5 hier vorne rein. Und jetzt muss ich nachgucken, was in der Spalte Nummer 5 steht, die 13. Für den hier muss ich nachgucken, was in der Spalte Nummer 13 steht. Haben wir gar nicht mehr, aber wir können es ausrechnen. Bei 13 steht 2 mal 13 plus 3. Hier muss 39 rein. Für den hier muss ich gucken, was in der Spalte 39 steht. 2 mal 39 plus 3, 81 muss da stehen. Und so weiter. Das geht also schon deutlich zügiger. Dafür können wir uns jetzt mal eine allgemeine Formel überlegen. Die ist nicht mehr ganz so offensichtlich. Der Trick ist, was hier steht, etwas anders zu schreiben. 2 mal y plus 3 minus 3. Mal gerade prüfen. Y verdoppeln und 3 dazu addieren. Und hier habe ich y verdoppelt und 2 mal 3, 6 dazu addiert und gleich wieder 3 abgezogen. Das ist dasselbe. Lustigerweise ist hier dann leichter zu verstehen, was gleich passiert. Ich gehe jetzt ja in 7 Meilenstiefeln durch die Zeile Nummer 2. Ich fange an mit der 5 und gucke danach in der Spalte Nummer 5. Da steht die 13 und dann muss ich zur Spalte 13 und so weiter und so weiter. Das geht ziemlich flott. Was ich also eigentlich immer mache, ist immer wieder 2 mal plus 3 ausrechnen. Mit der 5 starten. 2 mal 5 plus 3 gibt die 13. Dann mit der 13. 2 mal 13 plus 3 gibt die 39 und so weiter. 5, 13, 39, 81, das passiert. Also ich nehme die Zahl hier vorne und setze sie immer wieder in 2 mal plus 3 ein. 2 mal plus 3 mit 5 ausgerechnet ist 13. 2 mal plus 3 mit 13 ausgerechnet ist 39 und so weiter und so weiter. Da schreiben wir mal auf. Also in der Zeile Nummer 3, die Spalte Nummer 0, da steht 5 drin. Der war kopiert aus der Zeile davor. Für den nächsten rechne ich 2 mal, was da steht, nämlich 5, 3 dazu, minus 3. So funktioniert ja das in der Zeile davor. 2 mal plus 3 ist aber dasselbe wie 2 mal das Ding plus 3 minus 3.
Und dann den nächsten. Bekomme ich als 2 mal das, was davor steht, plus 3, minus 3. Jetzt setze ich das ein. 2 mal 5 plus 3, minus 3. Und den nächsten bekomme ich als 2 mal, was davor steht, plus 3, minus 3. Was steht hier vor? 2 mal 5 plus 3, minus 3, plus 3, minus 3. Dieses Ganze eingesetzt. Uff. Und jetzt sieht man, warum diese etwas andere Schreibweise raffiniert ist. Dass ich nicht schreibe 2 mal plus 3, sondern 2 mal Klammer plus 3 und zum Schluss wieder 3 abziehen. Weil sich diese 3 und diese 3 wegheben. Das sieht man ja jetzt. Minus 3 plus 3, das hebt sich weg. Minus 3 plus 3 hebt sich weg. Was da zum Schluss steht, ist 2 mal 2 mal 2. Mal 5 plus 3. Und da hinten noch minus 3. Und das geht jetzt natürlich so weiter. Dieses Aufheben von minus 3 und plus 3 geht ständig so weiter. Ich kriege einfach hier vorne immer noch einen Faktor 2 dazu im Endeffekt. Diese 3 hier vorne zählt mir direkt diese Faktoren 2. Das können wir vielleicht noch ein bisschen hübscher haben. Also in der Spalte mit der Nummer 3 steht 2 mal 2 mal 2, 2 hoch 3. Mal 8, minus 3. In der Spalte mit der Nummer 4 wird dann stehen 2 hoch 4 mal 8, minus 3. Und so weiter. Das ist die allgemeine Formel. 8 mal 2 hoch y, Spalte mit der Nummer y, minus 3. Man sieht, hier waren wir beim Multiplizieren, hier sind wir schon beim Potenzieren in der Spalte mit der Nummer 3. Aber es kann noch schlimmer werden. Es wird jede Zeile eins schlimmer. Die nächste Zeile. Ich kopiere die 13 hier vorne hin. Und jetzt muss ich in dieser Zeile an der Stelle 13 nachgucken. Na toll. 8 mal 2 hoch 13 minus 3. 8 mal 2 hoch 13 minus 3. 18 2 hoch 3. 2 hoch 3 mal 2 hoch 13 sind 2 hoch 16. Da macht die 3 nicht viel kaputt. 2 hoch 16 sind ungefähr 65.000. Also hier sind wir schon bei 65.000. Urplötzlich. Davor sieht es alles so harmlos aus. 5, 13, 39, 81 und jetzt hier 13, 65.000. Und der Rest wird monströs. Schreibe ich gar nicht hin, so monströs wird das. Und hier haben wir natürlich dann auch wieder die 65.000 durch die zweite Regel. Und es geht alles ganz fürchterlich monströs weiter. Ab dieser Stelle explodiert die Ackermann-Funktion dann nun offensichtlich. Auch für diese Zeile hier kann man sich noch überlegen, wie denn die allgemeine Rechenvorschrift sein muss. Die wird ein bisschen kompliziert. In der Spalte mit der Nummer y, was wird hier stehen in der Spalte mit der Nummer y? An monströser Zahl. Am Anfang, in der Spalte 0, Zeile 4, Spalte 0, steht die 13, das haben wir gesehen. Daneben, rechts daneben, Spalte Nummer 1, steht 2 hoch 13 plus 3 minus 3, haben wir auch gesehen. Und jetzt wird das ständig wieder ineinander eingesetzt, in der Spalte davor, nur auf höherem Niveau jetzt. Diese 13 setze ich hier für das y ein. Und was rauskommt, setze ich wieder für das y ein und so weiter und so weiter. Jetzt kann man sich auch für die Zeile mit der Nummer 4 überlegen, wie das denn allgemein aussieht. Ziemlich heftig.
Dazu müssen wir den hier wieder etwas umschreiben. Vorher hatten wir den umgeschrieben, um es raffiniert zu machen. Jetzt schreibe ich den etwas um. 8 mal 2 hoch y. 8 ist ja 2 hoch 3. 2 hoch 3 mal 2 hoch y ist 2 hoch y plus 3. Und dann noch die 3 abziehen. Also hier steht 2 hoch y plus 3 minus 3. Und dann funktioniert gleich wieder der Trick. Plus 3 minus 3 wird sich wegheben. Sicherheitshalber nochmal, 2 hoch y, 2 hoch y, 2 hoch 3, 8 mal. Nun wird diese Funktion ständig wieder verschachtelt werden müssen. Ich setze die 13 ein. 13 plus 3, 2 hoch 13 plus 3 minus 3, gibt ein fürchterliches Resultat. Und für den nächsten muss ich das wieder als y einsetzen. Das wird finster. Also in der Zeile mit der Nummer 4 und der nullten Spalte fange ich an mit der 13. Der nächste, die Spalte Nummer 1, ist dann 2 hoch, was da vorher stand, 13 plus 3 minus 3. Das haben wir y plus 3, 2 hochgenommen, minus 3. Das war die allgemeine Formel. Den haben wir schon ausgerechnet, ungefähr 65.000. Der nächste, da bilde ich wieder 2 hoch so und so viel plus 3 minus 3. Und zwar mit dem, was da oben steht. 2 hoch 13 plus 3 minus 3. Hier sehen wir jetzt schon wieder den Trick, minus 3 plus 3 wird sich gleich wegheben. Der nächste, vierte Zeile. Ich sollte sagen, die Zeile mit der Nummer 4, die Spalte mit der Nummer 3. Ich bilde 2 hoch plus 3 minus 3 mit allem, was da steht. Also 2 hoch 2 hoch 13 plus 3 minus 3 plus 3 minus 3. Wow. Jetzt streichen wir wieder weg. Minus 3 plus 3 hebt sich weg. Minus 3 plus 3 hebt sich weg. 13 plus 3 ist 16. Hier steht also 2 hoch 2 hoch 2 hoch 16 minus 3. 16 kann man noch ein bisschen raffinierter schreiben. 16 ist 2 hoch 4. 2 hoch 4, aber 4 ist 2 hoch 2. Und dann bin ich also bei 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2 und so weiter. 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2 minus 3. Bei diesen Potenztürmen ist immer gemeint, oben anfangen. 2 hoch 2 und dann 2 hoch 2 hoch 2 und dann 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2. Und das wird jetzt natürlich so weitergehen. Man sieht es schon, hier sind es 2, die dann übereinander stehen, hier sind es 3, die dann übereinander stehen. Wenn ich die 16 so umforme, stehen hier also insgesamt y plus 3 Zweien übereinander. Das wird die allgemeine Formel werden. Ich staple als Potenzturm y plus 3 Zweien und dann ziehe ich noch 3 ab. Also allgemein 2 hoch 2 hoch 2 y plus 3 mal. Und ziehe 3 ab. Das wächst monströs. Das ist die Zeile mit der Nummer 4. Die Zeile mit der Nummer 5 sind dann Potenztürme von Potenztürmen von Potenztürmen. Das wird ganz fürchterlich. Man sieht, dass die Ackermann-Funktion die Rechenoperationen zu verallgemeinern scheint. Hier wird oben wird addiert, hier wird multipliziert, hier wird potenziert, hier habe ich Potenztürme. Das ist verwandt mit den Hyperoperationen. In der ursprünglichen Definition von Ackermann waren es auch tatsächlich die Hyperoperationen. Jetzt ist es nur noch verwandt damit. Der Gedanke dahinter ist folgender. Wenn ich rechne 3 mal 5, dann ist das ja eigentlich 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. 5 mal hintereinander die 3.
Wenn ich rechne 3 hoch 5, dann ist das 3 mal 3 mal 3 mal 3 mal 3. 5 mal hintereinander die 3. Kann man das weitertreiben? Aus dem Mal wird das hoch 5, kann ich das weitertreiben? In der Tat, das kann ich weitertreiben. In beide Richtungen. Ich kann sogar noch eins zurück. Was ist 3 plus 5? 3 plus 5 ist ja 3 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 5 mal die 1 addiert. 5 mal die Operation ausgeführt, 1 zu addieren. Es geht sogar noch einen Schritt zurück, wenn man will. Aber vor allen Dingen geht das hier jetzt beliebig weit nach oben bei den Hyperoperationen. Dafür brauchen wir erstmal irgendeine Schreibweise. Es gibt verschiedene Schreibweisen. Knuth, der Informatikpapst und Autor von Tech, hat sich folgende Schreibweise ausgedacht mit dem Pfeil nach oben. Für die Potenz, die ganz normale Potenz, 3 hoch 5. Und jetzt versuchen wir eine Hyperpotenz zu bilden. 3 Doppelpfeil. 5. Was müsste hier als nächstes stehen? Naja, bei der Potenz schreibe ich so viele Faktoren hintereinander, wie mir das 5 angibt. Und jetzt mache ich dasselbe hier für diese Hyperpotenz. Detraktion heißt die offiziell. Detraktion. Mache ich das bei der Detraktion mit der Potenz. Ich schreibe 3 hoch 3 hoch 3 hoch 3, 5 Faktoren. Also gemeint ist 3 hoch 3 ausrechnen, dann 3 hoch 3 hoch 3 ausrechnen, dann 3 hoch 3 hoch 3 hoch 3 ausrechnen, zum Schluss 3 hoch das Ganze ausrechnen. 5 mal die 3 in so einem Potenzturm übereinander geschrieben. Das soll sein 3 Detraktion 5. Das nächste, was dann folgt. Und was dann folgt, das kann man natürlich jetzt locker fortsetzen, soll sein, dieses dann mehrfach ausführen. 3 Detraktion von 3 Detraktion von 3 Detraktion von 3 Detraktion von 3. Alle Klammern zu. Ja, dass hier 5 mal die 3 hintereinander steht. Aber mit dieser Operation, das wird fürchterlich. Hier hinten steht ja 3 hoch 3 hoch 3, 3 Faktoren, 3 übereinander gesetzt. Dieses hier bedeutet jetzt, dass ich 3 hoch 3 und so weiter bilde. Ein Potenzturm mit so und so viel Potenzen, nämlich 3 hoch 3 hoch 3 Potenzen hier übereinander. Dieses ist jetzt ein Potenzturm mit so viel Potenzen übereinander. Und so weiter, das schreibe ich nicht mehr hin. Das ist fürchterlich zu schreiben. Es geht einem selbst dann mit Potenzen und Potenzen von Potenzen und Potenztürmen, gehen einem irgendwann die Symbole aus, um das Ganze vernünftig zu schreiben. Die Ackermann-Funktion macht eigentlich auch im modernen Zuschnitt ziemlich genau dieses hier, mit ein paar kleinen Körnchen Salz. Wir haben schon gesehen hier die Potenz, steht in der Zeile, ne? Die Potenz steht in der Zeile mit der Nummer 3 und dann die Detraktion in der Zeile mit der Nummer 4. Dieses hier, das ist die Zeile mit der Nummer 4 in der Ackermann-Funktion. Das hier wird dann offensichtlich die Zeile mit der Nummer 5 werden in der Ackermann-Funktion und so weiter und so weiter. Es wird rapide schlimmer mit dem Wachstum. Das Wachstum ist aber eigentlich gar nicht der Grund, weshalb der gute Herr Ackermann sich das ausgedacht hat. Weshalb er sich das ausgedacht hat, ist, um zu studieren, was eigentlich berechenbar ist. Was kann ein Computer und was kann er nicht? Berechenbar. Zuerst mal merkt man, dass die Ackermann-Funktion berechenbar ist im üblichen Sinne. Ich kann einen Computer so programmieren, mit einem einzigen festen Programm, dass der mir
Ackermann von 1342 oder von 1000, 2000 oder was auch immer ausrechnet, theoretisch, ne, wo ist er hier? Also ich kann ein einziges Programm schreiben, dem ich dann Koordinaten gebe und dieses eine einzige feste Programm wird mir ausrechnen, was da steht. Das wird zwar monströs lange dauern und extrem viel Speicherplatz benötigen, aber rein theoretisch ist das möglich, so ein Programm zu schreiben. Ein festes Programm, das nach Angabe von X und Y losgeht, Ewigkeiten rechnet, eben nicht Ewigkeiten rechnet, sehr lange rechnet, aber eben nicht ewig rechnet, sehr lange rechnet und dann irgendwann mit einem Resultat zurückkommt. Ein einziges festes Programm. Das wird offensichtlich gehen. Ich habe ja vorgeführt, wie diese Tabelle hier zu füllen ist. In dem Sinne ist die Ackermann-Funktion berechenbar. Aber sie ist nicht, das war zu Ackermanns Zeiten die große Frage, sie ist aber nicht eine primitiv-rekursive Funktion. Das hatten seinerzeit die Leute versucht, als Modell für berechenbare Funktionen zu verwenden, die sogenannten primitiv-rekursiven Funktionen. Und Ackermann hat damit eben gezeigt, ups, das haut leider nicht hin. Die Funktionen, die wir wirklich ausrechnen können, das sind mehr als die primitiv-rekursiven Funktionen. Was sind primitiv-rekursive Funktionen? Das sind auf jeden Fall erstmal Funktionen, die Tupel von natürlichen Zahlen ab 0 aufwärts entgegennehmen und daraus wieder natürliche Zahlen ab 0 aufwärts machen. Jede Funktion dann eine feste Größe an Tupeln. Eine will 4 Variablen haben, eine will 8 Variablen haben, eine vielleicht nur eine. Und dann sagt man, wie man diese Funktionen denn finden kann. Erstens sollen alle konstanten Funktionen primitiv rekursiv sein. Das ist banal. Eine Funktion, die ganze Zeit 42 ist, egal was ich einsetze, die soll primitiv rekursiv sein. Dafür kann ich garantiert ein Programm schreiben. Return 42. Man hätte auch gerne eine besondere Funktion dabei, nämlich der Nachfolger. Die Funktion, die 1 addiert. X wird abgebildet auf x plus 1. Auch die soll dabei sein. Dann sollen die sogenannten Projektionen dabei sein. Zum Beispiel eine Funktion, die das geordnete Tripel xyz nimmt und auf z abbildet für alle xyz. Eine Projektion. Alle von der Sorte sollen dabei sein. Und dann soll ich die auch verketten können. Zum Beispiel, wenn ich so ein Quintupel habe, geordnetes Quintupel und bilde das ab auf f, eine primitiv-rekursive Funktion, x, y, g, noch eine primitiv-rekursive Funktion. So etwas, die Verkettung zweier primitiv-rekursiver Funktionen auf diese Weise oder entsprechende andere Weisen. Auch das soll wieder primitiv-rekursiv sein. Die Komposition primitiv-rekursiver Funktionen. Ich soll dazu schreiben für fg primitiv-rekursiv. Also man überlegt sich, was könnte man diesen Funktionen denn jetzt alles so antun und hat garantiert wieder was, was berechenbar ist. Das Wichtigste ist die primitive Rekursion. Ich baue eine neue Funktion, indem ich sage, das erste Argument 0 ist, egal was das zweite Argument ist, soll diese Funktion sein eine gegebene primitiv-rekursive Funktion g. Und nun kommt die Rekursion. Wenn ich den nächsten wissen will, x plus 1, die Funktion für den nächsten bei meinem y, soll das sein eine andere rekursive Funktion von diesem x, von dem y und der vorherige Wert xy meiner Funktion für alle xy. Das ist die Rekursion. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich gebe also quasi einen Startwert vor für jedes y mit einer primitiv-rekursiven Funktion g.
Konjunktiv, Rekursiv. Und hier habe ich eine Rekursion, die Funktion für das nächste x, eine Funktion, die ich bauen will, für das nächste x soll sein eine primitiv-rekursive Funktion h, immer dieselbe Funktion h für meine Funktion f, an dem x, an dem y und vom alten Wert, hier den alten Wert von der Funktion eingetragen. Das ist eine ziemlich allgemeine Vorschrift für rekursive Funktionen. Lustigerweise umfasst das eben nicht die Ackermann-Funktion, wie ich gleich zeigen werde. Hier müsste man auch wieder dazu schreiben und so weiter. Was ist, wenn nicht nur ein y steht, sondern wenn hier 10 y's hintereinander stehen, dann brauche ich hier 10 y's und so weiter und so weiter. Das wird alles ziemlich hässlich, wenn man das im Detail sauber ausformuliert. Aber das ist der wesentliche Gedanke, die allgemeine Konstruktion einer Rekursion. Das soll alles erlaubt sein mit den primitiv-rekursiven Funktionen. Da sollen die üblichen Verdächtigen dabei sein. Ich möchte komponieren können, verketten können, auf Deutsch. Und ich möchte aus den primitiv-rekursiven Funktionen auch wieder per Primitiv-Rekursion neue Funktionen zusammenbauen können. Alle Funktionen, die ich so kriegen kann, das sollen die primitiv-rekursiven Funktionen sein. Kann relativ einfach zeigen, ich führe es nicht vor, man kann relativ einfach zeigen, dass Addition, Multiplikation und Konsorten jede für sich dann hier mit der primitiven Rekursion sofort machbar ist. Also die üblichen Verdächtigen sind primitiv-rekursive Funktionen. Deshalb kam überhaupt erst der Verdacht auf, dass man damit schon alles Berechenbare hat. Und Ackermann hat eben so eine abstruse Funktion gebaut, die man damit nicht kriegen kann, die man nur trotzdem berechnen kann. Um das zu sehen, macht man Folgendes. Man zeigt, dass die Ackermann-Funktion schneller wächst als alle primitiv-rekursiven Funktionen. Dann kann es ja keine von denen sein. Das wäre zentral zu zeigen. Jetzt wird das etwas technischer. Wie formuliere ich das? Zeige dazu, schreibe ich mal. Wenn ich eine primitiv-rekursive Funktion von n Variablen habe, sei die primitiv-rekursiv, dann gibt es, das möchte ich zeigen, wohlgemerkt, dann gibt es ein festes u, eine feste Zahl u, die gehört fest zu dieser Funktion f. So, dass diese Funktion, egal was ich jetzt einsetze, immer kleiner ist Ackermann von u, diesem u, und das Maximum von den Zahlen, die ich da hinten eingesetzt habe. Egal, was ich einsetze. Also wohlgemerkt, fest, dieses U ist eine feste Zahl. Das ist die Zeile in der Ackermann-Funktion. Das ist die Behauptung hier. Jede primitiv-rekursive Funktion wird durch irgendeine Zeile der Ackermann-Funktion gedeckelt. Das kann die tausendste sein oder die millionste, aber jede primitiv-rekursive Funktion ist durch irgendeine Zeile gedeckelt. Das ist die Behauptung. Und dann ist klar, wie das funktioniert mit dem Sternchen. Ich zeigen kann, dass Ackermann also keine primitiv-rekursive Funktion ist, denn wenn ich das habe, sehe ich sofort, das kann ich mit der Ackermann-Funktion selbst nicht machen. Die Ackermann-Funktion ist ja nicht durch eine Zeile von sich gedeckelt. Die Folgezeilen wachsen ja noch viel stärker als die Zeilen davor. Gar keine Chance. Also folgt
aus diesem hier automatisch das, was ich zeigen will, dass die Ackermann-Funktion schneller wächst als alle primitiv-rekursiven Funktionen. Die Ackermann-Funktion kann keine primitiv-rekursive Funktion sein. Es ist also nur noch das hier zu zeigen, dass alle primitiv-rekursiven Funktionen diese Eigenschaft haben, dass sie durch eine Zeile der Ackermann-Funktion gedeckelt sind, wobei ich hier jetzt als Spalte das Maximum von allem einsetze, was in der Funktion vorkommt. Wie beweist man das, diese Eigenschaft? Diese Eigenschaft ist klar, dass es gedeckelt ist durch Ackermann. Diese Eigenschaft ist klar für die Basisfunktion. Für die Konstantenfunktion ist es offensichtlich. Ich gehe einfach weit genug raus mit Ackermann. Für die Nachfolgefunktion ist auch klar, sofort aus den ersten Zeilen, dass Ackermann schneller wachsen muss. Ich muss mir also nur noch Gedanken darüber machen, ob denn beim Kombinieren von den Basisfunktionen irgendwas kaputt gehen kann. Bei der Projektion kann wohl auch nichts kaputt gehen. Bei dem Verketten hier denkt man 5 Minuten nach und stellt auch fest, dass das wohl in Ordnung ist. Der heikle Punkt ist, wenn ich 2 primitiv-rekursive Funktionen habe, die gedeckelt sind durch Ackermann, kann ich damit primitive Rekursion machen und habe wieder eine Funktion, die gedeckelt ist durch Ackermann. Das ist der Kernpunkt des Beweises. Also das wäre zu zeigen. Zeige, dass sich diese Eigenschaft bei primitiver Rekursion vererbt. Also ich baue eine Funktion f mit primitiver Rekursion. Dieser Start und dann jetzt die echte Rekursion für das nächste x ist meine Funktion eine vorgegebene Funktion von x von y von f von xy, also die Funktion mit dem x davor an xy. Hier einfachheitshalber auch wieder nur mit einem einzigen y, man müsste es jetzt durchdeklinieren mit ganz vielen y's hintereinander, das wird umständlich zu schreiben und die Idee ist dieselbe. Also angenommen, dass g und h Funktionen sind, die diese Eigenschaft haben, dass sie durch Ackermann gedeckelt sind, möchte ich zeigen, dass auch die Funktion f diese Eigenschaft hat. Angenommen, die beiden erfüllen Sternchen, Sternchen, also diese Deckelungseigenschaft. Das heißt, dieses g ist kleiner gleich eine bestimmte Zeile von a für alle y, also dieses u fest. Und dieses h, xyz, ist kleiner gleich Ackermann von einer anderen Zeile, oder vielleicht auch derselben, auf jeden Fall ein festes v hier, vom Maximum dieser 3 Argumente xyz für alle xyz. Also angenommen, diese beiden sind durch Ackermann gedeckelt. Möchte ich jetzt zeigen, dass die daraus mit primitiver Rekursion gebaute Funktion auch gedeckelt ist. Ich will nur mit dem Maximum, das war der Trick ja hier. Ackermann hat ja nur 2 Variablen, die ich einsetzen kann. Wenn ich hier 98 habe, muss ich irgendwie auf 2 kommen. Der Trick ist, das Maximum zu bilden. Die erste ist ja fest, dass ich sage, in der so und so vielten Zeile ist Ackermann größer gleich. Und hier bilde ich das Maximum von allen, die dann vorkommen in meiner Funktion. Okay, das ist mein Ausgangspunkt. Ich mache eine primitive Rekursion mit diesem g und diesem h und möchte zeigen, dass die Funktion, die rauskommt, auch wieder durch Ackermann gedeckelt ist. Kein großes Wunder, wie weit ich in Ackermann gehen muss.
gehe mal einfach, nehme das Maximum von der Nummer der Zeile, durch die die eine gedeckelt ist, und der Nummer der Zeile, durch die die andere gedeckelt ist, und 1 dazu. Das ist doch schon mal ein guter Kandidat. Na, es ist nicht hundertprozentig das, aber das ist schon mal ein guter Kandidat für eine Zeile, die die Funktion f deckeln sollte. Ich möchte nur erstmal Folgendes zeigen. Das ist noch nicht ganz das, was ich nachher brauche, aber schon auf halbem Weg. Ich möchte erstmal Folgendes zeigen, dass die Funktion, die ich baue, durch Ackermann, Zeile mit der Nummer w, x plus y gedeckelt ist. Wohlgemerkt hier jetzt x plus y, das ist ein Zwischenschritt. Ich brauche nachher was mit einem Maximum. Das möchte ich erstmal zeigen. Und das geht ganz schulmäßig mit Induktion. Vollständige Induktion, sagen wir mal ganz korrekt. Ich gucke mir das erstmal an, wenn x gleich 0 ist. F von x gleich 0 und irgendein y. Na ja, toll. Für f von x gleich 0 ist meine Funktion ja mit g gebaut, und g ist sogar nicht, sogar durch dieses u, die u-te Zeile von Ackermann beschränkt. Also das gibt's geschenkt. Das ist garantiert dann auch kleiner als, kleiner gleich der w-ten Zeile von Ackermann für alle y. Das ist geschenkt, der Induktionsanfang. Induktionsschritt, der ist ein bisschen raffinierter. Ich nehme also an, dass meine Funktion für ein gegebenes x auf diese Weise gedeckelt ist. Für alle y und ein bestimmtes x. Und versuche jetzt nachzuweisen, dass für x plus 1 dasselbe gilt. F von x plus 1, y ist kleiner gleich a von w, x plus 1 plus y. Das wäre der Induktionsschritt. Also, was ist denn x plus 1 dann? Die Funktion an der Stelle x plus 1. Nach Definition nehme ich mein h an der Stelle x, y, f von x, y für alle y. Das ist einfach die Definition der primitiven Rekursion. So, und nun wird spannend. H soll durch Ackermann beschränkt sein. Und zwar mit der Zeile Nummer V. H ist durch die Zeile Nummer V von Ackermann beschränkt. Dann steht hinten eben das Maximum von xy und der Funktion xy. Aber jetzt habe ich ja schon, dass die Funktion, Induktionsannahme hier, an der Stelle x durch Ackermann beschränkt ist. Also hier schreibe ich gar nicht die Funktion xy rein. Dann kann ich sofort reinschreiben a von w x plus y. Den hier habe ich sofort schon eingebaut. Das gilt für alle y. So, das Maximum von x und y und der Ackermann-Funktion von w von x plus y. Ich gehe also in der Zeile mit der Nummer w in die Spalte mit der Nummer x plus y. An der Stelle ist die Ackermann-Funktion sicherlich größer als x und sicherlich größer als y. Das heißt, aus dem Maximum hier kann ich x und y rausschmeißen. Hier steht einfach die Ackermann-Funktion von w von und hinten x plus y, wie sie da steht. Die gewinnt gradiert gegen x und y. Dieses v hier vorne, mal gucken, das v ist garantiert kleiner gleich w minus 1. Dieses hier ist garantiert kleiner gleich w minus 1. Jetzt haben wir alles beisammen. Was hier steht, kann ich sagen, ist kleiner gleich Ackermann von, wenn ich dieses v jetzt durch w minus 1 ersetze, kann es ja nur schlimmer werden. Dadurch kann es nur größer werden, indem ich hier von v zu w minus 1 gehe. Und hier steht jetzt a von w von, jetzt schreibe ich das auf eine sehr komische Art, x
plus 1 y minus 1. Die plus 1 minus 1 hebt sich weg, es steht da x plus y für alle y. Und jetzt gucken wir in der Definition nach. Ich gehe in der Zeile 1 nach oben. Und hier hinten gehe ich in der Spalte 1 nach links. Ah, das kennen wir doch hoffentlich schon. Ich gehe in der Zeile W in der Spalte 1 nach links und benutze das, um in der Zeile davor nachzugucken. Toll, das ist schlicht und ergreifend das, was da jetzt als nächstes stehen muss. X plus 1 plus Y. Das ist die Definition der Ackermann-Funktion wieder. Die Rekursionsvorschrift der Ackermann-Funktion. Also die wir finden irgendwo. Da. Diese Rekursionsvorschrift ist das. Und damit bin ich am Ziel. Naja, auf halber Strecke zumindest für diesen Beweis durch vollständige Induktion auf jeden Fall. Die Annahme war, dass die Funktion für das x beschränkt ist durch die wählte Zeile von Ackermann. Und ich habe nun gezeigt, dass dasselbe auch funktioniert mit x plus 1. Dann geht die vollständige Iteration durch und ich finde, die Funktion an der Stelle xy ist kleiner als Ackermann von wx plus y für alle xy. Und wie gesagt, das ist noch nicht ganz das, was ich brauche. Ich brauche hinten ein Maximum von x plus y. So war es vorgesehen in der Definition. Hier steht das mit dem Maximum. Aber das ist keine große Aktion. Wenn ich das habe, schauen wir es nochmal hin. Meine Funktion von xy ist kleiner gleich Ackermann von w von x plus y. Das haben wir jetzt für alle xy. X plus y ist garantiert kleiner gleich 2 mal das Maximum von x und y. Wenn ich den größeren von den beiden nehme und mal 2 nehme, habe ich garantiert mindestens so viel, als wenn ich die beiden addiere. Jetzt muss man sich noch an der Ackermann-Funktion angucken. Okay, ich gehe in der Spalte auf das Doppelte. Wie kann ich das durch die Zeile abfedern? Ich möchte hier einfach max xy hinten stehen haben. Diese 2 nach vorne bringen. In der zu der doppelten Spalte gehen. Was kann ich stattdessen mit der Zeile machen? Nehmen wir zum Beispiel den hier, die Spalte mit der Nummer 3. Und das verdoppel ich. Gucke nach in der Spalte mit der Nummer 6. Was kann ich stattdessen der Zeile antun? Und man sieht, man kann stattdessen einfach in den Zeilen 2 weitergehen. Hier von der 4 würde ich zu der 7 gehen, wenn ich die Spalte verdopple. Aber wenn ich in der Zeile zwar weitergehe, bin ich hier bei der 9. Das reicht auf jeden Fall. Von dieser 3 würde ich hier auf die 5 gehen beim Verdoppeln der Spalte. Und wenn ich hier weitergehe, da zu 7 kein Problem. Hier hinten wird es ja noch viel einfacher. Je weiter ich nach unten rutsche, desto monströser werden ja die Zeilen im Verhältnis zu den Zeilen davor. Also überhaupt kein Problem. Das wird funktionieren. Du müsstest einmal offiziell nachrechnen, aber das wird schon funktionieren. Das heißt, statt dass ich hier hinten mit 2 multipliziere, kann ich hier vorne auch 2 addieren und habe garantiert etwas, das nicht kleiner sein kann. Und das ist, was zu zeigen war. Die Funktion f, die durch primitive Rekursion gewonnen worden ist, aus 2 gedeckelten Funktionen, ist auch wieder eine gedeckelte Funktion. Das pflanzt sich dann fort durch diesen gesamten Raum der
primitiv-rekursiven Funktionen, die können dem nicht entfliehen. Die bleiben weiterhin durch Ackermann gedeckelt. Aber Ackermann selbst ist nicht durch Ackermann gedeckelt, also gehört Ackermann nicht dazu.